und herzlich willkommen bei den Dead Chicks hier auf Wacken. Wir sind gestern schon ganz entspannt angekommen auf dem Campingplatz, haben unser Lager aufgeschlagen. Okay, gut, zwischendrin hat es auch mal geregnet, aber das kennt man ja, Rain or Shine auf Wacken. Und ja, sind gestern auch schon mal übers Gelände geschnackt, wollte ich sagen, gelaufen und haben alles so ein bisschen ausgecheckt. Und ich würde sagen, wir labern noch gar nicht lange drum rum und werden uns auch gleich wieder aufs Gelände machen. Oder was meinst du? Definitiv. Uns ein paar Bands heute angucken und schauen, was der Tag so bringt. Also dranbleiben, Leute! So, wir sind hier im Kaufland angekommen bei Wacken und ich muss sagen, es ist der Wahnsinn, es ist extrem voll. Draußen steht eine lange, lange Schlange und die Leute wollen einfach ihr Essen kaufen, ihre frischen Brötchen, ihren gekühlten Sachen. Und das finde ich halt super, weil du kannst hier halt frisch dein Obst kaufen, dein was auch immer, was man halt sonst braucht. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal durch und gucken so ein bisschen, wie es preislich aussieht. Da bin ich mal sehr gespannt. Und los geht's! Also die Preise für Wasser sehen schon mal super aus. Kennt man halt so aus dem normalen Kaufland auch. Es gibt frische Erdbeeren und Wassermelone. Jede Menge Snackzeug, was man halt beim Camping auch braucht. Weitergehen. Grillwürstchen, alles Mögliche. Und jetzt seht euch das mal an, es ist rappelvoll und die Kassen glühen, das ist der Wahnsinn. Finde ich ehrlich gesagt eine richtig, richtig gute Sache. Ich freue mich. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen einkaufen, was wir morgen so Leckeres zum Frühstück finden und ja, kommt doch einfach mit. Es gibt sogar frische Kirschen und Himbeeren. Wahnsinn. Mein Tag ist gerettet. Ich denke mal, man sieht hier an den Kassen, wie viel hier los ist und wie gut es bei den Leuten ankommt. Ich meine, die Preise sind wirklich unschlagbar. Es gibt Rabatte, die sind wirklich der Wahnsinn. Wir haben jetzt ein paar kühle Getränke gefunden für uns und ein paar Brötchen, frisch gebackene Brötchen. Man geht hier rein und es riecht nach frischen Croissants. Ich liebe den Geruch. Kriegt man direkt Hunger. Und ansonsten ja. Die Mitarbeiter sind super fleißig, die rennen hier rum und wird direkt wieder nachgeräumt und Pappe weg und so weiter. Also alles in einem finde ich mega. Ich finde richtig cool, dass es hier sowas gibt und man halt die Möglichkeit hat, hier einzukaufen. Liebe Freunde der Sonne, wir sind hier zufällig über die Weltmeisterschaft von Days Gone gestolpert und wir gehen mal rein, denn die Lea spielt tapfer seit heute Morgen, mindestens 8 Stunden und ja, lass uns doch mal gucken, was sie da macht. Und da sitzt sie komplett ins Spiel versunken und spielt Days Gone. Ah, die Stelle kenne ich doch. Da musst du ein paar Zombie-Nester ausfindig machen und auslöschen. Wie weit bist du denn gekommen? Das erste habe ich gerade schon ausgelöscht, aber das blendet hier gerade so ein bisschen, dass ich gerade irgendwie zu doof bin, diesen Seiteneingang zu finden. Tja, ich würde sagen, Orientierung in einer Bockwurst. Nein, nicht ganz. Ich bin gespannt. Hast du denn schon alle Zombies getötet? Nein, aber es kommt gleich einer, der hat mich gerade getötet. Oh nein, sowas aber. Das dürfen die nicht, die Zombies. Waren die gemein zu dir? Sehr gemein. Ne, sowas. Da musst du denen einfach mal ordentlich eine auf die Schnauze hauen. Du läufst komisch. Ich bin sehr gespannt. Und da kommt er. Kill ihn. Schnapp ihn dir. Hau drauf. Schneller, härter, komm. Oh ja, gut. Genau so. Und nochmal. Ja. So machen wir das. Habt ihr das gesehen? Ja, ich würde sagen, ich lasse die Lea mal weiter spielen und wir gehen uns die Gaming Area angucken, denn es ist natürlich ganz anders als letztes Jahr. Wir sind hier jetzt gerade in der Wacken Future Factory und sitzen hier mit der Inge. Und ja, dann erzähl doch mal ganz kurz, was hier so passiert und wie nehmen die ganzen Leute das überhaupt auf? Ja, also wir sind hier ein Bereich, wo die Fans eingebunden werden sollen in die Weiterentwicklung von Wacken. Mhm. Es gibt ja zurzeit wahnsinnig viele Themen, die auch relevant sind, also auch gesellschaftlich relevant sind. Ich meine, Nachhaltigkeit brauchen wir gar nicht nennen. Themen wie Take a Stand, wo es darum geht, auch politisch sich zu positionieren in einer positiven Art und Weise. Digitalisierung ist natürlich ein Thema, auch für die Veranstalter. Wir haben Sicherheitsdiskussionen. Also eigentlich alles, was uns gerade gesellschaftlich umtreibt, soll hier auch ein Wort finden und soll die Fans was dazu sagen können. Und wir haben auch gesehen, hier finden Meetings statt, wo die Fans darüber auch mitbestimmen können, was es vielleicht an Verbesserungen geben könnte für die nächsten Festivals. Wie kam das an? Haben die viel geäußert? Gab es Kritikpunkte? Gab es Vorschläge? Ja, also wir haben vor allem auch viele Touren gemacht mit Fans. Wir sind ganz viel übers Gelände gegangen und haben diese ganzen kritischen Punkte abgehakt. Kaufland, Bundeswehr, Supporter Area, aber auch Wackinger mit Essensangebot. Haben alle Bereiche mal angeguckt und haben gesagt, wie findet ihr das? Wollt ihr das weiter so haben? Soll das konsequenter vielleicht noch gemacht werden? Was darf hier eigentlich auch nicht sein? Mhm. Und dann haben wir ergänzend hier eben noch so Stammtischdiskussionen, wie ja eben gerade auch parallel eine stattfindet, wo wir uns einfach mal verschiedene Themenbereiche rausgegriffen haben. Man muss ganz offen sagen, die ersten 2 Tage, als hier noch nicht so viel im Innenbereich los war, hatten wir hier immer relativ große Gruppen. Jetzt war es ein bisschen weniger, aber heute Morgen hat es nochmal angezogen. Also das Interesse ist durchaus da. Ich glaube, wir haben heute auch sehr konkrete Themen wie Essen, Campingzusatzangebote, auch eine verrückte Idee. Der nächste Talk geht über Skatepark in Wacken, was schon heute Morgen auf Facebook kontrovers diskutiert wurde. Ist vielleicht noch nicht mal so ernst gemeint, aber manchmal muss man auch provozieren, um die Leute zur Diskussion zu bringen. Wie kam das mit dem Kaufland an? Weil da waren wir jetzt schon ein paar Mal drin und es war rappelvoll. Also wir hatten ein gutes Gefühl. Wir haben auch super Feedback gekriegt zu Kaufland. Unser Eindruck ist, das, was an öffentlicher Diskussion zum Beispiel auf Facebook stattfindet, sind eben die Leute, die es sehr kritisch sehen. Was man vielleicht in Zukunft mehr machen muss, ist wirklich auch zu informieren, warum ist das so. Also durch Kaufland, die Kaufland gut finden, sagen, sie haben weniger mitgebracht. Das sind Leute, die haben also vorher ihr Auto vollgeladen, ich sag mal in Castrop-Rauxel beim Edeka. Und der Castrop-Rauxeler Edeka macht mit denen dieses Mal keinen Umsatz für Wacken, aber Kaufland. Was die aber sagen, wir sind vorher sowieso nicht zu Edeka hier gegangen. Und deshalb verliert der auch keinen Umsatz. Wir wissen, dass das wahrscheinlich schon, also es sind sicher Effekte da. Aber es ist zum Beispiel auch eine logistische Frage und die Leute finden den Metal-Markt von Kaufland gut. Also wir haben nur gutes Feedback erhalten. Super. Ja, das war's im Grunde auch schon. Wir gucken jetzt mal, wie das Meeting so weiterhin verläuft und wünschen euch noch ganz viel Glück für den restlichen Tag und ja, vielen Dank für die Aufklärung. Ja, danke, dass ihr mich gefragt habt oder dass ihr uns gefragt habt. Sehr gern. Wir haben Samstag, es ist für uns der letzte Wackentag und ja, ich bin fix und fertig. Ich glaube, ich freue mich auch schon riesig auf zu Hause, egal wie cool das hier ist und wie sehr man sich auf Wacken jedes Mal freut. Aber zu Hause ist es auch am schönsten und am bequemsten und die Nächte waren jetzt sehr, sehr kalt, aber vom Wetter her fand ich das super. Also ich fand es perfekt. Man hatte zwar richtig schön Sonne, Wetter, Sommer und zwischendurch ab und an mal ein Gewitter. Und dafür fand ich gut, dass es auf dem Gelände relativ trocken geblieben ist. Also man hat vom Schlamm weit und breit rein gar nichts gesehen. Ich meine, gut, okay, manch einer ist vielleicht ganz traurig, weil Wacken ist ja für Schlammschlachten bekannt. Aber mich persönlich hat es jetzt überhaupt nicht gestört. Im Gegenteil, ich habe mich sehr gefreut und ja. Okay, dann fange ich mal an, was so meine oder unsere Highlights waren vom Wacken. Also ich muss ja sagen, ich fand besonders toll Bloodywood super genial. Das war so toll, die auf dem Festival nochmal zu sehen, weil ich fand, das Feeling war halt, ja, so ein ganz anderes. Und man sieht einfach so, wie die auf der Bühne stehen und Spaß haben und total begeistert waren. Und ich muss sagen, mein Highlight war ja so, da spaziert man so über Wacken und denkt sich nichts. Und dann trifft man auf einmal auf den Frontmann von Bloodywood und denkt sich so, krass, und wir sind halt mit ihm ins Gespräch gekommen und das ist ein super netter Typ, total gechillt und er hat uns halt dann so ein bisschen erzählt, was das für ihn für eine Ehre ist, halt, dass er auf Wacken ist und dass er da 14 Jahre darauf hingearbeitet hat und dass er halt jetzt total happy ist, dass er hier spielen darf. Und das fand ich echt cool. Sowas macht immer Spaß, wenn man dann die Musiker auch mal treffen kann. Aber jetzt bin ich schon wieder abgeschweift. Weitere Highlights waren auf jeden Fall noch Body Count, fand ich gut. Dann Demons and Wizards, ja, das darf natürlich nicht fehlen. Hansi Kirsch hat da echt eine super Show abgeliefert und ich mochte das auch total, wie er so mit dem Publikum umgegangen ist und wie er das immer mit einbezogen hat. Das macht dann einfach auch Spaß zu sehen. Ich fand es auch cool, dass sie teilweise Stücke von Blind Guardian mitgespielt haben. Das war dann für mich persönlich so, ja, ist cool. Was ich auch toll fand, war Nashville Pussy. Aber ich muss sagen, ja, der Sound war leider nicht so gut abgemischt. Das heißt, der Sound eigentlich hauptsächlich das Mikro. Das war halt so ein bisschen schade, obwohl die Show echt cool war. Und ja, die Stimmung einfach da hinten im Biergarten ist immer, finde ich, nochmal so eine ganz besondere. Weil ich finde, die Leute sind dort einfach deutlich entspannter. Das ist eine coole Atmosphäre. Man chillt einfach bei guter Musik. Hast du noch ein weiteres Highlight? Also mein Highlight kommt ja heute Abend noch, da freue ich mich schon extrem drauf, Primordial, da bin ich mal sehr gespannt. Ja, ansonsten natürlich Dark Funeral und Unleashed, die waren beide sehr, sehr gut. Ich muss aber sagen, von der Akustik her finde ich die Faster und die Harder Stage doch sehr, sehr gut. Da muss ich sagen, gehen die anderen Bühnen leider so ein bisschen unter im Vergleich. Überrascht war ich auch von der Show von Sabaton. Die haben ja auf zwei Bühnen gespielt. Das war eine Special-Show, die sich über 2 Stunden zog. Und ich war wirklich extrem überrascht, wie viele Fans die haben. Damit habe ich so gar nicht gerechnet. Ich meine, ich verfolge die Band ja nicht so. Aber es war schon echt cool. Und da war die Akustik spitzenmäßig. Also das war wirklich eines der Highlights, fand ich, weil du konntest bis hinten durchgehen, durch die ganze Menge durch und man hat immer noch ganz klar den Sound gehört und das war einfach fantastisch, also mega. Aber kommen wir doch mal zurück zu Body Count. Als Ice-T den Song Get Shit, ich möchte immer Get Shit sagen, Talk Shit, Get Shot, genau, performt hat, hat er sich halt aus dem Publikum ja einen jungen Fan gesucht und er dachte halt, das wäre ein Mädchen. Hat halt also so ein bisschen Späßchen gemacht und irgendwann stellte sich dann halt heraus, ja, hoppala, das war gar kein Mädchen, sondern das war halt ein Junge, aber er hatte halt lange Haare. Ist ja jetzt im Metal auch nichts Ungewöhnliches. Und ja, da war so ein bisschen Fremdschämen erst auf der Bühne angesagt für ihn, aber er hat das ganz cool gemeistert. Der Junge hat dann auch ein T-Shirt bekommen und damit war das auch alles gegessen und eine super coole Reaktion, wie ich fand, aber das war schon echt witzig. Ja, ich muss hingegen sagen, ein bisschen Fremdschämen war es jetzt nicht, aber Enttäuschung durch und durch empfand ich bei der Slayer-Show. Zum einen, weil die Live-Übertragung auf den, also von der Bühne quasi, war nicht so gut abgestimmt. Also man hatte das Gefühl, das ist ein bisschen langweilig und wiederholt sich halt ständig von den Perspektiven. Gab es nicht so viel Abwechslung und es war emotionslos. Also ich hatte das Gefühl, Tom Araya war absolut irgendwie, ja, Profi durch und durch. Musik war perfekt abgestimmt, war alles super. Aber man hat jetzt irgendwie nicht unbedingt gesehen, dass die da richtig Bock drauf haben. Also ich meine, das ist ja die letzte Show gewesen und davon habe ich irgendwie nichts mitbekommen. Also ich hatte weder das Gefühl, die sind da jetzt traurig drüber, dass sie da aufhören oder sonst irgendwie, sondern einfach nur wahrscheinlich, dass die Sache für die komplett durch ist und die keinen Bock mehr haben. So ein bisschen, ich weiß ja nicht, wie es den anderen so erging bei der Show. Wir haben so 1, 2 Leute mal gefragt und mit denen gesprochen. Die waren ähnlicher Meinung. Aber ja, das war etwas, wo ich mich besonders drauf gefreut habe, Slayer nochmal zu sehen. Und da war ich nicht so positiv angetan. Also ich will jetzt eins klarstellen, also Slayer ist jetzt nicht scheiße oder so. Die Musik ist nach wie vor toll und es hat auch gerockt. Der Sound war auch wirklich gut an der Stage. Aber ja, man war halt einfach enttäuscht, weil man sich mehr erhofft hatte, gerade von der letzten Show, so wie du das schon gesagt hast, was jetzt keinesfalls irgendwie so sein soll, ja, Slayer ist scheiße, werde ich mir jetzt nie wieder anhören. Bleibt trotzdem definitiv auf meiner Playlist. Und es war mega voll. Also ich habe selten so voll die Wacken-Bühne gesehen. Also es war schon echt krass. Also um die Bühne herum, sorry. Ja, das war schon cool. Ja, am Ende eines Festivals fragt man sich natürlich, möchte ich hierher wiederkommen? Und für uns stellt sich die Frage bei Wacken überhaupt nicht. Natürlich ja. Ich finde es cool, dass es immer wieder Verbesserungen gibt. Also das Festival arbeitet ständig daran, dass es halt verbessert wird, dass es Veränderungen gibt und und. Also es gibt immer wieder was Neues zu entdecken, wie zum Beispiel jetzt dieses Jahr die große Veränderung mit dem Kaufland oder mit der Games Area. Das war jetzt doch ein bisschen anders als letztes Jahr. Und ich finde die Atmosphäre richtig, richtig geil. Es ist sehr international, dadurch, dass Leute aus der ganzen Welt kommen. Und man hat schon, wo man am Camping angekommen ist, hat man schon festgestellt, ja okay, die Nachbarn von links sind Franzosen, die hinter uns sind irgendwie aus Russland, dann hatte man wieder Holländer und so weiter. Und das finde ich halt genial. Dadurch, dass es das größte Metal-Festival der Welt ist, es ist halt in dieser Hinsicht unbezahlbar und es macht richtig, richtig Spaß, auch wie die Leute rocken. Also die haben super Stimmung, freuen sich halt und egal wo man hinguckt, alle sind super miteinander. Ja, super fand ich auch, dass es dieses Wacken for Future Bereich gab. Ich persönlich hatte nur das Gefühl, dass das von den Besuchern relativ wenig angenommen wurde. Ich fand das so ein bisschen schade, aber gut, das war ja auch das erste Mal da und sowas muss ich natürlich auch immer ein bisschen etablieren. Unter anderem war ja auch Wera Werkzeuge da. Das finde ich eine sehr witzige Idee, denn die hatten eine Werkbank und ja, wenn dir auf dem Campingplatz irgendwas kaputt gegangen ist, konntest du das halt packen und dann zu dem Stand laufen und halt dort mit deren Werkzeugen reparieren. Und ich finde das eine super geile Idee, weil du kannst halt A, die Werkzeuge schon mal ausprobieren und denkst dir vielleicht auch, ja, das eine oder andere mochte ich ganz gerne. Und das finde ich halt einfach eine coole Idee, so dass man den Leuten auch die Möglichkeit gibt, das erstmal auszuprobieren und halt nichts aufgeschwatzt bekommt. Das ist mir auch zum Beispiel bei Melitta aufgefallen, das fand ich auch richtig cool, weil die Stände überlegen sich natürlich, was können die vor Ort den Leuten anbieten, irgendwelche Bequemlichkeiten. Bei Melitta war es halt so, die hatten eine Karaoke-Ecke und außerdem ein Kika, ne? Also da konnte man kicken und halt auf jeden Fall ja, mal sitzen, gemütlich, abchillen, das finde ich cool. Ja, was auch cool war, ist an sich die Gaming Area. Ich fand sie, oder sie war ja auch deutlich kleiner als im vergangenen Jahr. Sie war auch dieses Jahr nicht mehr klimatisiert. Den Aufbau an sich fand ich ja ganz cool, aber für mich hat so das gewisse Extra gefehlt irgendwie. Ich bin mit der Gaming Area dieses Jahr ehrlich gesagt nicht so warm geworden, bis auf Days Gone. Ja, ich fand es nur schade, dass es halt so ein bisschen im Hellen war. Also letztes Jahr bei EA Sports war es ja im Dunkeln, es war im Zelt drin. Und dieses Jahr war es nur so kleine Zelte sozusagen und Licht durchflutet. Und das macht sich beim Spielen halt total ungeil. Also man konnte vom Bildschirm nicht so viel erkennen. Und insgesamt, das war von der Stimmung her dann auch dementsprechend nicht passend. Ich finde, Zocken gehört irgendwie in den Abend. So, dann wollen wir gar nicht weiter palabern, würde ich sagen. Wir müssen nämlich dann zurück auf den Campingplatz, wollen unser Zeug schon mal zusammenpacken, denn wir müssen leider heute Nacht schon fahren. Aber danach geht es für uns nochmal aufs Infield, denn Alissa möchte natürlich Primordial sehen und dem Nation Defaced steht bei uns auch noch auf dem Plan. Ich würde sagen, lass uns mal losgehen. Ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Jahr wieder, wenn es heißt Rain or Shine. Das Wetter hat es ja diesmal wirklich wortwörtlich genommen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und drückt den Like-Button, der freut sich da immer drüber. Und ich würde sagen, bis nächste Woche. Tschüssi. Tschüss.